Eine sinnige Feststellung ist ja immer, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und ich, Bundeskanzler Kern, habe bei einer Veranstaltung am Dienstag das Beispiel von Kodak Eastman Color genannt, die im Jahr 1998 einen Weltmarktanteil von 80% hatten und das beste Jahr ihrer mehr als 100-jährigen Unternehmensgeschichte und 5 Jahre später pleite waren, weil sie nicht bereit waren, sich auf die Neuerungen einzustellen. Dieses Bereitschaft, sich einzustellen, wird daher die Wirtschaftskammerorganisation des Ganzes entwickeln haben. Und wir haben heute die Gelegenheit, hier den Start zu so einem Prozess zu sehen, weil wir nicht, wie das immer schwieriger werden, die Aufgaben zu erfüllen. Und ich bin ein entschiedener Verfechter davon, wir brauchen eine Wirtschaftskammerorganisation. Zu uns pilgern aus aller Welt Leute und sagen, wie macht ihr das, dass ihr sowas habt? Und gleichzeitig haben wir die Schwierigkeiten, dass wir in inneren Strukturen vorfinden, die sich dann halt auch mit der Zeit immer schwieriger haben, das zu machen. Die AWO wurde bereits angesprochen von Richard Schenz. Da beneiden uns andere darüber, dass wir das haben. Weil allein, was wir an Hidden Champions haben, an Betrieben haben, die weltweit als kleine Betriebe in der Lage sind, Weltmärkte zu bedienen, ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor der AWO. Wir haben ein Kollektivvertragssystem, da beneiden uns andere, dass wir das haben, weil es dafür sorgt, dass wir Streik in Sekunden messen in dem Land. Das funktioniert aber nur, wenn es auf einen Vertragspartner gibt, der über der Arbeitnehmerseite in der Lage ist und fähig ist, glaubhaft das zu tun. Und ich sage das entschieden deswegen, weil wir gleichzeitig das Phänomen haben, dass wir jetzt 290.000 Einpersonenunternehmen in Österreich haben, rasch steigend Richtung 300.000. Wenn die nicht vertreten sind, fallen die durch den Rost. Wenn man Systeme wie in anderen Ländern hat, wo sich quasi private Vereinigungen sind, dass die ja Geld haben und entsprechende Lobbyorganisationen aufstellen, wer da ist, Klein- und Kleinstunternehmen dort ist, wird nicht vertreten werden. Umgekehrt gilt natürlich auch, dass alle ihre Beiträge leisten müssen. Und ein wesentlicher Teil der jetzt angestoßenen Prozess ist, dass alle auch entsprechende Verminderungen der Beiträge zu spüren bekommen sollen. Ich darf daran erinnern, dass jetzt bei den Vorschlägen, die für den 6. April am Tisch stehen, Dinge drinnen sind, wie zum Beispiel die Gründer zu entlassen und die Start-ups. 6 Millionen Euro dafür, dass einfach im ersten Jahr die Grundumlage entfällt. Dass im Bereich der Mehrfachgrundumlagen Einschränkungen stattfinden, kombiniert mit der Reduktion dieser teureren Grundumlagenbedienung einer Kapitalgesellschaft. Wie das einmal gemacht wurde, war ein GmbH oder AG was für einen Großen. Heutzutage haben wir zigtausende Ein-Personen-GmbHs und es ist nicht einzusehen, warum die unterschiedlich behandelt werden. Und wir haben natürlich gleichzeitig eine Reduktion der Grundumlagen, die sich aus der Gewerbeordnung ergeben. Jetzt noch unabhängig davon, wie es endgültig ausschauen wird, die Gewerbeordnung. Jedenfalls wird es zu einer Reduktion kommen, weil die Anzahl der notwendigen, wenn man so will, Mitgliedschaften sinken wird oder man ein entsprechendes System findet, um zu ermöglichen, in einer Vielzahl von Bereichen tätig zu werden. Allein die drei Positionen, 6 Millionen Gründer, 22 Millionen aus dem Bereich Rechtsform, Autonomie und Mehrfachgrundumlagen und bisher die Kalkulation 20 Millionen aus der Gewerbeordnung, ergibt hier ein Potenzial von 48 Millionen. Ich halte den Präsident Leitl mit seinem jetzigen Vorschlag für mutig. Darf ich das an der Stelle sagen? Erstens müsstest du das nicht antun, könntest du sagen, sollen sich irgendwann wer kümmern darüber. Aber das Entscheidende ist was anderes. Das anzugehen von der Finanzierungsseite ist natürlich Daumenschrauben ansetzen. Weil in Wahrheit heißt diese Reduktion, die ab 01.01.2019 wirksam wird, dass die gesamte Kammerorganisation herausgefordert ist, das Problem zu lösen. Und das sind viele Schrebergärten. Ich mache immer den bösen Scherz, dass die Reform kann nie so weit gehen, dass ich die Kammerorganisation selbst verstehe, aber allein aufgrund der Vielschichtigkeit, wie sie stattfindet. Und Sie dürfen nicht vergessen, dass Faktor 10 ja fast euphemistisch ist. Wir haben ja durch die Feinstrukturierung auch der Landeskammern ja Faktoren zahlen, wenn ich noch den jetzigen Finanzminister und früheren Vizepräsidenten Kollegen Schelling zitieren kann, für 800 Kammern. Damals waren es noch einmal 1000, ja, die in Wahrheit in sich gegliedert sehr fein aufgeteilt sind. Und ich sage es auch ganz offen, Richard Schenz hat für Industrie gesagt, ich sage das auch für den Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband, wir sind nicht für Reformchen. Du musst relativ direkt die Sachen angehen. Und ich verzweifle, ich sage Ihnen wirklich manchmal dazwischen. Dort hinten sitzt der René Tritscher, der kennt mich aus den Verhandlungen.
dann frage ich, kann mir irgendjemand erklären, warum das Backen in einer viereckigen Form einem anderen Beruf gehört als in einer runden Form? Bäcker und Konditoren. Und dann komme ich und sage, wieso kann das nicht ein Beruf sein? Die sind sogar schon, weil die Reform ja hier in der Wirtschaftskammer schon stattgefunden hat, in einer Fachorganisation. Ja, die Ausbildung und so, ich weiß es nicht. Übrigens, wer sich nicht auskennt, Brioche-Kipferl kehren nämlich dem Bäcker, obwohl sie sehr süß sind. Ja. Ehrlich, da gibt es eine Reihe von Dingen zu tun, wo sich die Frage stellt, ob Liebgewordenes, über Jahrhunderte vielleicht Gewachsenes, auch in dieser Form angemessen ist. In meiner Meinung haben viele Zweifel, dass das die Mehrheitsfraktion überhaupt schaffen wird, in der eigenen Kammer das zu tun. Ich sage nur ehrlich, ich bin froh, wenn wir den Prozess beginnen und ich verspreche, wir werden in jeder dieser Frage ungemütlich und unangenehm sein. Wir sahen sie auch in anderen Bereichen, wenn ich an die Gewerbeordnung erinnere. Das wird helfen, jenen, die bereit sind, die Zeichen der Zeit zu erkennen, wir brauchen die Reform, wird unangenehm für solche sein, die gern liebgewordene, verwachsene Schrebergärtchen auch in Zukunft bewirtschaften wollen. Übrigens auch bei den Gärtnern will ich Sie nicht belästigen. Den Unterschied zwischen Friedhofsgärtnerei, normaler Gärtnerei, Blumenbinderei. Ich habe selbst noch nicht verstanden, warum diese Unterschiede notwendig sind, aber wir werden sie gemeinsam auch im interaktiven Prozess in den nächsten Jahren lösen. In der Kammer jedenfalls muss die Reform stattfinden. Es darf kein Reformchen sein und es ist ein richtiger Schritt jetzt hier genau den Druck so hoch zu erhöhen, dass die Reform unumgänglich ist.